Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute machen wir zusammen selbstgemachten Eierlikör. Die liebe Kirsten, die hat sich nämlich ein leckeres Eierlikör-Rezept gewünscht. Und ich kann mich, um ehrlich zu sein, zwischen zwei Rezepten nicht entscheiden. Und deswegen probieren wir quasi heute einfach beide aus. Und mein Rezept unterscheidet sich von anderen, dass wir die Eier erwärmen oder beziehungsweise die ganze Masse erwärmen und dadurch die Eier pasteurisieren. Und dadurch wird das Ganze auch noch ein bisschen länger haltbar. Und man muss sich keine Gedanken machen, dass man rohe Eier zu sich nimmt. Also kommen wir schon mal direkt zur ersten Variante. Die ist mit weißem Rum und ich würde mal sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten. Also für die Rum-Variante benötigen wir einmal 5 Eigelbe der Größe M. Dann benötigen wir 125 Gramm Puderzucker, 200 Gramm Schlagsahne, dann einen Esslöffel von dem Vanilleextrakt und da hinten habe ich schon mal 100 Milliliter weißen Rum. Da habe ich jetzt hier den ganz normalen Havanna Club Rum ausgesucht und das sind bei mir beim Abwiegen ungefähr 97 Gramm gewesen, wer das lieber an einem abwiegen will. Und jetzt kommen einfach alle Zutaten in den Mixtopf und dann stellt ihr den Thermomix auf 12 Minuten 70 Grad Stufe 4 ein. Und danach direkt mit Hilfe eines Trichters in die sauber ausgespülten Gläschen einfüllen. Variante 2, die ist mit Wodka oder Korn, je nachdem was ihr zu Hause habt und welches ihr besser mögt und mit weißer Schokolade und ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten. Für die Wodka-Variante benötigen wir einmal 200 Milliliter Wodka oder Korn, dann habe ich hier 75 Gramm weiße Schokolade in Stücken, 2 Esslöffel Vanilleextrakt, 50 Gramm Puderzucker, 6 Eigelbe und 200 Gramm Sahne. Die Herstellung, die ist jetzt wieder genau identisch. Wir tun alles in den Mixtopf, stellen den Thermomix auf 12 Minuten 70 Grad Stufe 4 ein. Und wer an dieser Stelle keinen Thermomix hat, der kann das Ganze natürlich auch das vorherige einfach über einem heißen Wasserbad machen. So erreicht ihr auch die 70 Grad und wichtig ist nur, dass ihr die ganze Zeit dabei rührt, damit die Eier nicht gerinnen. So, und für die letzte und dritte Variante, ohne Alkohol, da ist es eigentlich ist alles identisch, nur dass wir anstatt des Alkohols das durch Milch ersetzen. Bei der Sache ist es nur wichtig, dass dadurch, dass der Alkohol fehlt, ist es auch nicht so lange haltbar. Also es hält sich, ich würde es nicht länger als eine Woche aufbewahren. Also wenn ihr quasi so ein Dessert zu Ostern plant, dann macht es einfach die Woche vor Ostern einfach oder in der Woche, dann geht ihr auf Nummer sicher, dass es dann auch nicht umkommt. Und für die letzte und alkoholfreie bzw. Kindervariante benötigen wir auch 50 Gramm Puderzucker, 6 Eigelbe, 75 Gramm weiße Schokolade, 2 Esslöffel Vanilleextrakt, 200 Milliliter Milch und 200 Gramm Sahne. Was mich jetzt natürlich am meisten interessieren würde, ist, welches Eierlikör ist denn euer liebstes Rezept? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Und falls ihr euch noch irgendwelche anderen Videos mit Eierlikör wünscht, könnt ihr mir das einfach unten hinschreiben. Da mache ich mir natürlich noch ein paar Gedanken und filme das Ganze natürlich gerne für euch. Also ihr Lieben, die Verkostung, die machen wir jetzt gemeinsam mit meinem Schatz. Ich habe extra gewartet. Und ich verrate dir nicht, was ist, okay? Okay. Okay. Also fangen wir mal von links an. Hm?
Schmeckt dir das? Sehr lecker. Ist echt gut, ne? Ja. Ich sündige gerade, ne? Da ist nämlich Schoki drin. Ich mache Schoki-Fasten. Okay, heute ist die Ausnahme. Dann Nummer 2. Ist jetzt ein bisschen cremiger von der Konsistenz, ne? Ein bisschen milder. Milder? Findest du nicht? Ich finde, hier schmeckt man mehr den Alkohol, oder? Also im Vergleich zu dem, finde ich, da schmeckt man weniger Alkohol. Oh. Kannst du nochmal testen? Ah, wobei. So, und dann die letzte Variante. Die ist geschmute. Ja. Schmeckt ja wie Vanille. Ja, also die letzte Variante war die ohne Alkohol. Die zweite Variante, die war mit dem weißen Rum. Und die erste Variante war die Wodka-Variante. Welcher schmeckt dir jetzt am besten? Immer nur schreien was. Ja? Also ich muss ehrlich sagen, ich kann mich auch gar nicht entscheiden. Ja. Also ihr Lieben, ich kann mich gar nicht entscheiden, welches hier am leckersten ist. Deswegen würde ich sagen, probiert es einfach mal selber aus. Schreibt mir gerne unten in den Kommentaren, welcher Favorit für euch oder welcher euer Favorit ist. Und nächste Woche, seid gespannt, da gibt es nochmal ein ganz, ganz leckeres Rezept mit Eierlikör. Also seid gespannt und bis nächste Woche. Tschüss!